Ina Andrea Busch. Thomas Daniel Rausch. Franziska Freudenberg. Die drei Sechssemesterstudenten der Stuttgarter Hochschule der Medien sind, was die Wirtschaftsministerin mit ihrem Programm MicroCrowd fördern will. Ihre Idee: eine App, die das Erlernen von Rechtschreiben erleichtert und besonders Menschen mit angeborener Rechtschreibeschwäche hilft. Ich selbst bin Legastheniker und habe oft Probleme mit dem Schreiben und überhaupt auch in meinem Bildungsweg hat das oft auf Hindernisse gestoßen und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir was dagegen machen können und wie wir eben Menschen helfen können, die die gleichen Probleme haben. Die App ist stufenweise aufgebaut. Der Legasthenie-Aspekt ist ein Aspekt, der aber eben erst später Anwendung finden soll. Am Anfang wollen wir die Schrift- und Sprachkompetenz der Kinder fördern und uns dann stufenweise steigern. Die App, ein Projekt, das eigentlich nicht viel Kapital benötigt und dadurch unter die Finanzierungsrichtlinien normaler Banken fällt. Die neue Plattform www.microcrowd.de könnte für das Trio, das sich Lega-Helden nennt, auch in anderer Hinsicht erfüllen, was die drei erwarten. Die Erwartung, die wir jetzt an die Plattform haben, ist in erster Linie auch eine Validierung. Zu gucken, kann es an dem Markt bestehen und im besten Fall natürlich auch Geld zu sammeln, um dann entsprechend Geld zu haben, um die App konzipieren zu können. Weil daran mangelt es uns. Permanente Beratung soll für Erfolg sorgen. So wie den Lega-Helden geht es derzeit vielen, meint die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut. Dass innovative Ideen versanden, könne sich das Land nicht leisten. Wichtig ist, dass wir mehr Innovation auch über diesen Bereich in Baden-Württemberg generieren. Da passiert bei uns einfach grundsätzlich zu wenig. Eine Gewinnbeteiligung an dem später vielleicht entstehenden Produkt bekommen die Mini-Investoren nicht. Kopfzerbrechen droht aber trotzdem nicht. Reicht das Produktinteresse nicht für eine Finanzierung aus, geht das Geld zurück. Sie können sich beispielsweise mit 50 Euro jetzt daran beteiligen, dass diese App entwickelt wird und Sie bekommen dann also quasi die materielle Gegenleistung, also oder immateriell bei einer App, aber im Grunde die tatsächlich das Produkt, in dem Fall diese App, quasi als einer der ersten. Also man muss auf dieser Plattform für sein Produkt werben und dann fließt quasi Geld in diese Produktentwicklung und in die Fertigung dieses Produkts. So eingenommene Gelder stockt die staatliche L-Bank um 50% mit maximal 10.000 Euro zusätzlich auf. MicroCrowd.de soll die Lücke schließen, die die klassische Venture-Capital-Finanzierung für richtig teure Ideen hinterlässt, bei denen Finanziers Anteile vom späteren Produkt erwerben. Für die Lega-Helden-Studis könnte MicroCrowd der Frühsprung in die Selbstständigkeit sein. Bei immer mehr Menschen mit Rechtschreibproblemen, so kalkulieren sie, könnte der Markt für ihre App durchaus vorhanden sein.